Unter dem Motto Grenzenlos United Against Racism, also Verein gegen Rassismus, zogen heute mehrere tausend Menschen vom Rathausmarkt bis zum Hamburger Hafen. Mit selbstgemalten Schildern und 40 bunten Themenwagen wollten sie ein gemeinsames Zeichen gegen Fremdenhass, Ausgrenzung und Rassismus setzen. Rassismus kommt von dem Wort Rasse. Man teilt zum Beispiel Hunde in Rassen ein, bei Menschen macht man das allerdings nicht. Trotzdem machen das manche und behaupten, dass es gute und weniger gute Rassen, also Menschen, gäbe. Festmachen tun sie das dann an der Herkunft, Hautfarbe oder Religion der Menschen. Allerdings steht fest, alle Menschen sind gleich, es gibt keine besseren oder schlechteren Menschen. Viele Menschen sind heute nach Hamburg gereist, um sich genau dafür einzusetzen. Wir zeigen eben den Leuten, die menschenfeindliche Einstellungen haben, dass sie nicht in der Mehrheit sind und dass sie nicht den Rückhalt der Bevölkerung haben. Weil Fremdenfeindlichkeit und Hass irgendwie zu nichts führt. Ich denke, dass man eben was dagegen tun muss. Und wenn man eben einfach nur zu Hause rumsitzt und nichts tut, dann wird sowas, wird rechte Hetze mehr. Und dagegen muss man eben was tun. Dafür gehe ich auf die Straße. Mit rechter Hetze meinen sie zum Beispiel, dass über Ausländer oder Geflüchtete schlecht geredet wird. Deswegen forderten die Demonstranten auch, dass geflüchtete Menschen in Deutschland besser behandelt werden sollen. Man sollte Geflüchtete aufnehmen und eben verhindern, dass ihnen hier in Deutschland noch Gewalt widerfährt, weil das eben in ihrem Heimatland schon genug passiert ist. Wenn uns das mal passiert, dann wäre es auch nicht gut und dann wollen wir auch gut behandelt werden und aufgenommen werden. Es war eine friedliche und vor allem bunte Demonstration, die ein Zeichen gegen Rassismus gesetzt hat.